So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC. Wir sind jetzt in Finnland, dem Home of Rally, sind nun natürlich mit unserem Ford. Ford ist hier irgendwie immer übelst geil unterwegs, weiß auch nicht warum. Ich glaube, hier gehen wir mal ein bisschen mit einem Anpressdruck nach unten. Das Fahrzeug höher, schön hoch. Federung, schön. Bisschen härter war mir im Portugal ein bisschen weich, so, na, sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Und ja, also der Gesamtsieg, wenn wir hier die erste Etappe halbwegs ordentlich abschließen, sollte uns da jetzt nicht aus den Händen genommen werden, schätze ich mal. Ah, hier geht es übelst. Ich weiß nicht, warum die Autos hier, zumindest hier bei diesem Startpunkt, immer übelst abheben, wenn man da aufs Gas geht. Ich weiß es echt nicht. Es war ja schon bei dem C2, als wir hier gestartet sind. Das erste Mal auf Schott oder sowas war ja da die Mission. Ja, lassen wir uns da mal überraschen. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man in anderen Sachen Klassen immer nur so zwei Etappen oder sowas fährt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber naja. So, Jump. Und Jump. Ja, das Auto ist schön hart gefedert, gefällt mir. Weil wenn das zu weich hoch gefedert ist, da pfeift das dann hier beim Aufschlagen immer irgendeine Richtung, egal in welche man da gerade lenkt. Ja, hier sind die Abstände natürlich ein bisschen enger, weil hier ist ja fast nur Vollgas. Da kann man ja jetzt hier nicht so, weil er jetzt die größten Ei hat oder sowas machen, sondern ja einfach nur der am längsten auf dem Gas bleibt, hat hier gewonnen. Deswegen hier fast nur Vollgas. Deswegen auch das Getriebe ein bisschen länger übersetzt, weil man auch hier ziemlich lange geraten hat. Im späteren Verlauf, wo man dann doch auch mal ein bisschen hoch. Nein! Ah! Jetzt habe ich mich ja festgefahren. Oh. Rückschlag, Rückschlag. Ich sehe auch überhaupt nichts. So ein Mist. Aber ich starte jetzt nicht wieder neu. Also das war jetzt eindeutig mein Fehler. Da wollte ich zu viel. Na gut, da wird es wenigstens ein bisschen spannend, diese Folge, ob ich dann doch noch alles schaffe. So von wegen Gesamtsieg und so. Wir haben ja jetzt erstmal 4 Sekunden Rückstand. Ja gut, die sollte ich noch minimieren können, ob ich hier noch den Sieg rausholen kann. Zweifle ich da momentan eher ein bisschen. Ja. Den Ruderhaube müssen wir noch abgucken. Ja, dann bei jedem Sprung, der in die Frontscheibe fliegt, ist das nicht schön. Ja. Geht das voll? Jawohl. So. Kann bestimmt schneiden oder sowas. Ich habe nicht geschnitten, weil da ist irgendwo so ein scheiß Stein. Und wenn man da zu stark schneidet, haut man sich das Auto nochmal auf. Die Federung vorne ist im Arsch. Das ist nicht gut. Sehe ich gerade, wo ich mal kurz nach unten rechts geguckt habe. Naja. Naja. Aber momentan lässt sich das Auto ja noch ganz gut fahren. Oh. 2 Sekunden aufgeholt. Das ist gut. Da kannst du sogar schon noch mit einem Etappensieg in der ersten Etappe was werden. Seht ihr mal, wie einfach hier Level 1 ist. Zeit, dass wir mal rauskommen. Also, ich fühle mich für Höheres berufen. Huch, huch, huch. Bäume, 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 Bäume. Gefährlich. Ja, gut gegangen. Ah. Ich mag Finnland nicht unbedingt so, muss ich wirklich sagen. Ist zwar eine geile Strecke, aber ich mag diese Sprünge nicht so. Es ist immer ein bisschen tricky. Ah, trotz nicht absoluter Bestzeit habe ich auf dem ersten aufgeholt. Das ist schon mal gut. Jetzt sind wir schon Platz 2. Das würde sogar reichen, dass wir dann noch einen Gesamtsieg haben. Locker reichen. Ich bezweifle, dass der Portugiese, der in Portugal zwar gut war, da hier nicht unbedingt der Beste sein. Von den Verfolgern her, die Meisterschaft. Bestimmt jetzt irgendwie ein Finne oder Skandinavier auf alle Fälle. Will unser ärgster Konkurrent sein. Bestimmt ein Norweger oder sowas. Die sind auch ziemlich gut in der Rallye. Sieht man ja in den Solbergs-Brüdern. Jawohl! Das sollte ungefähr Etappensieg sein. Jawohl, wir winken. Das heißt, wir haben die Etappe gewonnen.
und wie wir die gewonnen haben. Was habe ich gesagt? Ein Finne ist auf Platz 2. Der Portugiese, wo ist der? Ja, hier Platz 9 oder sowas. Ja, Platz 9. Na, der 10, ich weiß nicht, wie der heißt. Ah, ich Name. Die lasse ich eh hinter mir. So. Jetzt müssen wir auf alle Fälle reparieren. Na gut, so toll sieht unser Auto jetzt auch nicht mehr aus. Rechner, das brauchst du mir nicht weiß machen. Ich weiß, wie das Auto aussieht. Scheiße und zerstückelt. Sieht wirklich ziemlich hoch aus. Wahrscheinlich für die Senioren oder sowas. Ja gut, das sollte gehen. Ist ja nur eine kleine Etappe. Ansonsten schiebt man hier die Kniekugel. Ah, nichts gegen Ford, aber ich mag ihn eben nicht. Ich mag keinen Ford, ich mag keinen Ford, ich mag keinen Ford. Ja, also Ford, nein, nein. Auch wenn da in Köln oder wo auch immer da eine Produktionsstätte ist, ich mag die nicht. Die sehen nicht aus. Die rasseln, auch die Benziner. Und sie rosten. Aber, ja. Sie sieht man leider ziemlich oft auf der Straße. Ja. Zumindest bei uns in der Ecke. Schrecklich. Lieber ein anderes Qualitätsfahrzeug aus Europa. Obwohl, wir führen und das mit ziemlich deutlichem Vorsprung dafür, dass es hier eigentlich noch keine Schwierigkeiten gab. Gut, die letzte Schwierigkeit, die erste Schwierigkeit in dieser Rallye haben wir gleich mal versaut, oder ich besser gesagt. Fahr ich gegen den Pfosten. Ärgerlich. Ich glaube, wir sind mal gerade lang gefahren, oder? Kommt mir ziemlich bekannt vor. Ah, sehen wir ja vorne an der Kreuzung. Wenn wir da nach rechts abbiegen, haben wir genau dieselbe Etappe. Oh. Bloß in die andere Richtung. So. 5 Sekunden, das ist schon ziemlich krank. Ich muss unbedingt mal ein Level 2 aufstellen. Das kommt ja dann morgen zustande, das auf der Aufstieg hoch. Das wird sehr, sehr lustig. Nein, wir fahren nicht dieselbe Etappe. Wir fahren in eine andere Richtung. Sehr schön. Was Neues. Juhu, juhu, juhu. So, ich glaube, wir sind mal auf unseren Schotterdebüt lang gefahren. Und das Getriebe wird allmählich orange. Ich hoffe, wir kommen noch bis ins Ziel. Also, dass wenn das Getriebe jetzt versagen würde, das wäre echt scheiße. Hier solche Geraden, das macht Spaß. Offroad fahren wie ein Henker. Haha. Ich glaube, wir sollten mal zu K-Class fahren, oder? Ob die hier noch so von wegen Steinschlag oder sowas hier, HPX 4 oder sowas, oder was, welche Generation haben die jetzt da anwenden? Brauchen wir keine neue Frontscheibe? Das bezahlt ja sogar die Versicherung. Aber ich glaube, das ist dann zu groß, oder? Weil wenn die dann hier mit ihrem Spielzeug aufsetzt auf die Scheibe kommen. Huch. Ah, gut. Also jetzt glaubt uns keine Versicherung mehr, dass wir da so einen Steinschlag haben, wenn wir nochmal in die Wand fahren. Ja, wir können es ja momentan leisten, von daher ist es okay. Stand da gerade. Ja. Es ist ein L50. Also ein DDR-LKW auf alle Fälle. War der ist ein L60? Ich glaube L war beim 60er. Egal, das waren so hier, das sind riesige, relativ große, klobige, stinkende, rauchende LKWs. Huch. Das war jetzt, glaube ich, der neue Fraps-Part. Dankeschön. Und ja, damit schleichen wir hier ins Ziel. Oder? Doch, ja, dort hinten ist das Ziel. Go, 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 go. Keep pushing. Und hindurch. Ja gut, jetzt haben wir nicht das Ganze geschafft. Wir winken wieder fleißig. Ist den Gesamtsieg, den haben wir sowieso inne. Die Etappe haben wir auch gewonnen. Ja gut, haben wir ein bisschen eingebüßt. Haben aber trotzdem die Rallye gewonnen.
damit den ganzen Cup und das Ganze schon überlegen. Hast die Hälfte der Punkte an Vorsprung. So, wir haben alles freigeschalten und wir haben reichlich Geld verdient. Damit haben wir jetzt hier neue Designs, neue Sponsoren und dunkelviolett. Dunkelviolett, was haben wir für Designs? Ich will Designs. Das sieht geil aus. Das nehme ich. Wirklich kaufen, jawohl. Und ich verwende es. So. Dann können wir hier gleich mal gucken, wie das Violett aussieht. Hat auch was. Aber nein, ich habe was anderes vor. Ich möchte als Hauptfarbe weiß haben. Wo ist weiß? Weiß, weiß. Ist das weiß? Weiß. Sehr schön. Und ja, das Schwarz lassen wir mal. Machen wir hier als weiteren Streifen rot. Und machen wir das Orange. Nein, das sieht nicht aus. Mal braun. Nein. Das wirkt auch nicht. Hier ist vielleicht das Violett. Das Blau. Ich nehme das Dunkel, also das Dunkelviolett. Dann nehmen wir das Dunkelviolett. So. Das ausgewählt, umdesignt und jetzt hier noch schön Sponsoren. Haben wir dasselbe Geld wie zuvor. Aber mal für ein bisschen Wechsel nehmen wir mal den. Gut. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier in die nächste Klasse gehen, kaufen wir uns nochmal ein neues Auto. Geld haben wir ja momentan. Und da hole ich mir einfach mal den Suzuki Swift. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt verbessert ist oder sowas, aber ich mag ihn einfach. Und so, nehmen wir den noch aus. Und ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.